Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter. Standard Eldritch Edition. Sind jetzt beim vierten Teil, dürfte das hier sein. Und wir werden hier jetzt nochmal potenziell so einen Wurm schlagen. Mal gucken. Ich schätze mal, es wird wieder so ein Wurm sein. Der Pixel nur auftauchen, damit wir ihn dann auch schlagen können. Ein bisschen die Scheiße hier weg. Da ist der Wurm. Okay. Immer schön auf den Wurm konzentrieren. Immer auf den Wurm. Einmal heilen. Alter. Der Wurm ist fast down. Nochmal heilen. Alter. Wurm kaputt. Willst du nicht sterben? Hätt ihr das getan? Alter. Ein Wurm noch. Ja, der hat dafür richtig Speed im Arsch, Alter. Weg. Oh, Vorteil. Schildfläschchen. Nehmen wir doch direkt mit. Okay. Nehmen wir auch direkt die zwei Heildinger. Oh, was haben wir hier? Schauerliche Energie durchdringt deine Feinde. Vielleicht sind es sowas wie, keine Ahnung, Kickstarter Leute oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Spiel über Kickstarter kam, aber kann ich mir schon vorstellen, dass das dann diese Porträts, welche davon sind. Oder einfach die Entwickler halt. Klassisch. Junge, ich mache jetzt quasi AOE, das verbindet sich zwischen den Feinden. Cool. Ach, das ist auch zeitlich begrenzt. Da unten sieht man, wie es abläuft. Die ganze Scheiße. Die Schatzkammer. Schick. Okay, das, was er findet, dass ich hochspringe. Das ist auch wieder ein Skill-Check-Tor. Und ich habe den Skill dafür nicht. Na, da geht's schon mal nicht weiter. Aber wir haben ja noch Optionen. Alter. Ja, mach doch, was du willst, scheiß Meteor. Gehen wir hier runter. Und jetzt mal nach rechts. Diese Dinger da erinnern mich so ein bisschen an die Schreine aus
Diablo 2 quasi, der Erfahrungsschrei, der Blitzschreien und sowas. Das ist an sich ganz cool. Wisst ihr übrigens schon, dass Blizzard Diablo 3 verkacken wird? Diablo 4? Ich sehe fast keine Option, wie sie es nicht verkacken. So wie Blizzard die Hose offen hat. Okay. Du wirst leichtfüßig. Bedeutet? Hier ist so ein komisches Kristallding irgendwo. Aha, Lore. The Kaish, die Pfirale Schminke, Aleph. Knau ist hier, wer ein ich. Augen, Vauni, Hatta. Fälle, Lea, Hilly. Ich gehe mal stark davon aus, dass es so eine Art Raumschiff-Ding ist. Also, dass Valkyrien in dem Sinne gemeint ist. Passt auch zum Setting hier alles und so. Und auch zu den Leuten, die wir da gesehen haben, diesen Space-Kapseln quasi. Ah, ich bewege mich schneller, das ist leichtfüßig. Wir haben rechts einen großen Weg. Ja, hier ist nur eine Batterie, die nicht aufgefüllt ist. What the shit, Alter? What the fuck bist du? Geh weg. Irgendwann werde ich wohl auch noch diese Dinger auffüllen können. Oder halt durch die Energie, die ich wieder in diesen Basen aktiviere. Da wollte ich eigentlich nicht. Na, hier ist quasi dann auch wieder so ein Batterieraum, wo ich halt die Energie anmachen kann. Du kannst dein Glück spüren. Das heißt, ich kritte mehr wahrscheinlich. Hier oben kann ich direkt Shortcut öffnen, schätze ich. Hier richtig geil, richtig viele Punkte absnacken, ey. Also vom Setting und so auch, verlinkt vielleicht an dem Wort Valkyren und so, erinnert mich das alles ein bisschen auch an StarCraft. Da gab es ja auch Valkyren. Und damit meine ich die Flugeinheit. Alter. Weg mit euch. Weg mit euch allen. Jesus. Wie sie hier einfach spawnen. Okay, machen wir einfach mal die Energie an. Einfach. Das letzte Mal war dann ein richtiger Kampf. Und vermutlich könnte das hier auch wieder passieren. Draufhauen. Hätten sie,
Okay, kein Kampf. Hier komme ich nicht runter. Ja, natürlich. Aber dann kann ich da oben lang, wo vorhin die Energie gefehlt hat. Wer hat dich Laser zu Hause? Die einfach gegen die Wand lasern, weil ist doch schön. Die Tür mach auf, das Tor mach weit. Es kommt der Herr der Ewigkeit oder sowas. Nee, der Herrlichkeit. Jesus. Alter. Tentakeln sind echt so. Alter. Da konnte ich nicht mal mehr rechtzeitig L1 drücken. Ja, ich sage L1. Ich bin immer noch bei PlayStation Controls. Darum komme ich mit LB und RB und so nicht zurecht. Was habe ich denn hier für geile Vorteile wieder? Erhöht Glück um 20. Die sonst auf der Mini werden nicht angezeigt. Nee. Gesundheitselixier. Wandelt Gesundheitselixier in Schildelixiere um. Horden, so nennt man das also. Ich wollte hier gar nicht ganz raus. Skillen wir. Gesundheit. Das hier auch. Maximalen Schild nochmal um 30% erhöhen. Ist doch nice. Maximalen Schild nochmal erhöhen. Nahkampfschaden, da sehe ich mich auch. Haben wir schon wieder nicht genug Punkte für irgendwas. Kann ich ja auch rauszoomen? Also wir müssen jetzt... Da unten konnte ich ja nicht lang, oder? Hier? Dann müssen wir da hin. Ich finde es auch schön, dass der Skillcheck jetzt hier quasi als geschafft angezeigt wird, weil ich halt die Fähigkeit habe, die ich brauche, um es zu schaffen. Da weiß man, wo man schon lang kann. Das ist doch super. Ich glaube, das zeigt es nicht dann an, wenn ich es noch nicht gemacht habe, aber sobald ich es dann einmal gemacht habe. Schon sehr komfortabel, was das Ganze angeht. Da hier unten war, da musste, ja genau, da war ein verschlossenes Tor. Kommt hier auch echt schnell wieder an den Ort zurück, wo man gestorben ist, ne? Dafür, dass wir ja eigentlich immer so weit laufen. Ah, nee, das noch. Aber dass manchmal Gegner am Arsch spawnen, wo man halt gerade war und da waren keine Gegner, ne? Und dann sind sie plötzlich da. Das nervt ein bisschen. Alter. Alter. Ich Leben verloren. Nicht Leben, aber Schild. Ja, geil. Jetzt habe ich Leben verloren.
Passage zur Kathedrale. Kann ich da hoch? Ich glaube nicht. Nee. Boah, ich wollte auch irgendwas, was ich noch nicht habe. Hör mal auf zu lasern. Danke. Holy shit. Nehmen wir alles mit. Dance, 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 dance. Alter, du solltest runterspringen, nicht rauf. Die Scheiße hier weg. Oh. So, das da unten war so ein Raum, wo wir einen Skill bekommen haben, oder? Kann das sein? Oder täusche ich mich? Weil Skills sind natürlich nice. Mach ich erst einen Abstecher zum Skill. Erstmal muss hier die Hölle auf Erden ausbrechen, Alter. Und dass die Kamera die ganze Zeit apeshit geht, hilft auch nicht. Weg mit dir. Okay. Gib mir Skill. Aber da unten noch eine zweite Leiste. Eine Kürenkanone. Da sehe ich mich doch. Ja, damit kann man auch. Damit kann man auch sowas öffnen. Ja, und das ist die Muni dafür, diese blauen Dinger. Okay, erst den oberen Weg zu Ende oder unten? Das Ding ist wieder zugegangen. Okay. Ich komme da oben gar nicht mehr hin, ne? Ja, dann. Mal auf hier. Doch so komme ich da oben wieder hin. Machen wir erst kurz oben weiter. Vervollständigen. Letztes Mal hat sich's auch gelohnt. Da hatten wir dann noch krassen Shit bekommen, meine ich. Okay. Hat sich erledigt. Gehen wir unten lang. Yay, da wollten wir eh lang. Haben wir hier direkt... Taste. Auf. Da kriege ich trotzdem mit, was hier noch rumliegt. Ich frage mich, ob die Valkyrienkanone viel Schaden bei Feinden macht, aber so wie die aussieht, wahrscheinlich schon und so wie man durch die Gegend fetzt. Aber für Büsche wird sie nicht krass genug sein, schätze ich mal.
komm, einfach tryen. Der Gegner hat es auf jeden Fall weggefetzt. Das war allerdings auch nur ein kleines Tentakelmännchen. Das sind solche Brutzeldinger. Die haben mich natürlich nur fast gekillt. Okay, da schalte ich dann quasi eine Abkürzung frei, schätze ich mal, wenn ich den Weg hier weitergehe. Ist natürlich nicht verkehrt, Abkürzungen können wir brauchen. Oh Gott. Verreckt, 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 alle. Gut. Ist mir einfach zu blöd, dann immer diese einzelnen Typen da hinten zu machen, sage ich ganz ehrlich. Okay. Abkürzung hätte ich noch ganz gern. Was wir freigeschaltet haben, kann es, denke ich, keiner mehr nehmen. Oh, oh, ich habe so ein Ding aktiviert. Das ist aber ärgerlich, wenn hier noch unten irgendwo in Buxtehude Viecher sind, die auf einen schießen. Okay, das ist der Boss. Ich sehe schon. Alter. Shit. Den haben wir jetzt nicht geschafft. Aber was gehen wir jetzt noch einmal? Ah, guck mal, hier ist jetzt das Waffending. Tja, wo gehe ich weiter? Mal hier. Ja. Aber das war's für heute mit Eldritch Standard Edition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Der Blind Spectator war bei euch am Mikrofon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein.